Filmpremiere Die Nacht der Nächte. Und neben mir die Regisseurin Yasemin und Nasrin. Was habt euch denn bewogen, diesen Film zu drehen? Unsere Großeltern zum Beispiel, weil die hatten eine sehr, sehr ungewöhnliche Start in ihre Ehe. Sie war gerade mal 16, ich glaube, er war nur 3-4 Jahre älter, war gerade von dem Militärdienst zurück und dachte, es wird Zeit zu heiraten und hat sich in ein Mädchen verguckt, in unsere Oma. Stieß aber auf Probleme, weil der Vater sie ihm nicht geben wollte. Und hat er gesagt, okay, dann mache ich es einfach so. Und hat er sie mitgenommen. Und das ohne wirklich ihr Einverständnis. Also die kannten sich, aber sie wollte das eigentlich so nicht. Und so startete ihre Ehe. Und das fand mir natürlich eine sehr, also es ist eine Wahnsinnsprämisse. Und das gibt es ja noch in der Generation Menschen, die sich wirklich nicht sehr gut kannten und die dann sagen, okay, aber wir probieren es trotzdem. Wir versuchen jetzt ein Leben lang zusammen zu sein. Und waren Sie das dann auch? Unsere Großeltern? Ja. Ja, also das wurde dann auch noch ein glückliches Paar, erstaunlicherweise, was man jetzt nicht von diesem Staat annehmen kann. Ist auch nicht zum Nachahmen geeignet, also das weiß man auch nie. Aber die hatten Glück in dem, dass sie sich dann doch irgendwie warm wurden und ich glaube, dann genug Themen hatten, dass sie dann sich so viel erarbeiten mussten und auch so schwierige Phasen durch äußere Sachen hatten und so. Und dann haben sie, die waren dann ein ziemlich entspanntes, glückliches Paar. Sind die auch Teil des Films? Nein, leider nicht. Unsere Großeltern sind schon verstorben. Aber wie schon gesagt, sie waren eine Inspirationsquelle und dieser Gedanke eben, Menschen, die noch eine echte Hochzeitsnacht erlebt haben, wo man sich nicht gut kannte, wo man sich wirklich nicht gut kannte und auch die meisten nicht sehr viel wussten über Sexualität oder fast gar nichts. Das ist einfach eine sehr, sehr spannende, lustige, sehr, sehr tolle Prämisse. Was ist denn die Botschaft des Films? Warum muss der Zuschauer sich den unbedingt anschauen? Ich glaube, einfach um diese vier Paare zu erleben. Also weil die eine Botschaft hat es nicht, weil dafür ist das Thema Liebe viel zu komplex. Und das wollten wir auch gar nicht. Wir wollten nicht versuchen, irgendwelche einfachen Botschaften mitzugeben, die ja dann auch nicht im wahren Leben so durchhalten. Aber was ganz toll ist, das sind einfach vier sehr unterschiedliche Paare mit sehr unterschiedlichen Geschichten und tragischen und sehr lustigen Dingen, die im Leben passiert sind. Und das ist so schön, einfach teilweise sozusagen ihr Leben so ein bisschen mit nachzuempfinden und danach zu gehen. Und das ist das große Geschenk eigentlich, dass man so einen Einblick bekommt in so ein intimes Gespann, was man sonst nie haben würde. Ich glaube, man verliebt sich wirklich auch in die Paare. Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird den Zuschauern ähnlich gehen wie wir, wie uns, dass wir uns einfach, man verliebt sich in diese Menschen, weil die so lustig, rührend und auch so spannend einfach sind. Wie kamt ihr denn auf die Idee mit diesen kleinen Knetfiguren? Das war erstmal. Ich glaube, in unseren Projekten oder auch gibt es oft diese vielleicht auch so oft so eine Ebene, auf die man vielleicht nicht im ersten Moment sagt, ah, das macht jetzt Sinn oder das muss jetzt unbedingt sein, aber die für mich dann auch sehr wichtig sind. Die haben so ein bisschen wie so ein griechischer Chor. Das ist so unser, haben wir genutzt, um Dinge zu verstärken, um ein gewisser auch Kommentar. Ich glaube, das ist so ein kleiner Kommentar immer auch mit von uns mit da drinne. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr schön, diese Knetanimation auf der großen Leinwand zu sehen. Die sind ja wirklich sehr, sehr visuell und auch so eine so old-fashioned, weil Knetanimationen gibt es ganz selten. Und ich glaube eben auch was für das große Kino wieder. Gibt es so ein Geheimrezept? Wie schafft man das, 55 Jahre zusammen zu? Ich habe schon gelesen, ein bisschen Respekt und Humor. Humor ist ein ganz großer Retter, also in vielen Situationen. Ich glaube, vielleicht auch der Wille, es zu schaffen. Also, weil niemand kommt durch 50 Jahre, ohne sehr kämpfen zu müssen. Aber ich glaube eben, es gibt Leute, die sagen, ich weiß noch, wofür ich kämpfe. Also. Ihr habt ja auch einen ganz tollen Preis dafür bekommen. Bester Dokumentarfilm 2017, Bayerischer Filmpreis. Ja, haben wir uns sehr gefreut. Das war ein toller Auftakt für unseren Film. Wie lange hat es gedauert, den zu drehen? Also die Dreharbeit hat sich über ein Jahr gezogen, aber nicht natürlich ein Jahr komplett drehen, sondern versetzt. Wir haben ungefähr so, ich glaube, 36 bis 40 Drehtage gehabt. Und aber das Projekt an sich hat
jetzt 4-5 Jahre sehr, sehr intensive Arbeit. Und die ersten Förderungen hatten wir schon 2012 beantragt. Also lange. Dann dürfen wir also gespannt sein. Ja,